So, da bin ich nochmal. Ich habe jetzt, glaube ich, herausgefunden, wie man jetzt herausfindet, wo der letzte Boss ist. Wenn man nämlich alle Eiferer hier auch platt macht, dann, glaube ich, startet noch eine Quest. Denn jetzt, wo ich alle Eiferer platt gemacht habe, ist Hatem hier nicht mehr in seiner Hütte. Jetzt muss ich den erstmal finden, denn ich glaube, ich weiß auch, wo der ist. Der müsste, glaube ich, hier beim Langhaus sein. Ja, da vorne ist er. Da bist du ja. Ich habe etwas für dich. Ah, da ist er ja. Nun ja, seltsame Nachricht. Oh, Kauba, du bist ein Feiner. Du hast etwas für mich. Worum geht es? Ein Brief. Man erbittet deine Anwesenheit im Südwesten, in einem Dorf namens Ettelnay. Nun, ich werde oft gerufen. Was ist daran so besonders? Mich wundert nicht der Empfänger, sondern der Absender. Die Nachricht wurde mit armer Mitstreiter Christi signiert. Ah, unser geheimnisvoller Helfer. Eine Zeit lang dachte ich, es wäre Basim, der uns die Namen dieser Ziele übermittelt. Das schien mir das Wahrscheinlichste. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Vielen Dank, Haitam. Ich kümmere mich darum. Ey, wir verbraben kleine Mercia. Der Orden der Ältesten ist nahezu vernichtet und ein gutes Werk in England fast vollbracht. Ein Ketzer bleibt noch, der Großmagister dieses abscheulichen Ordens. Solltest du deine Arbeit zu Ende bringen wollen, kommen wir nach Ettelnay im Nordwesten Hamptonshires und wir besprechen die Mittel und Wege, mit denen du dieses letzte flüchtige Ziel finden kannst. Sei gesegnet, ein armer Mitstreiter Christi. Okay, aber warte mal. Erstmal muss ich hier mal kurz was Wichtiges erledigen. Ja, Cookie. So, okay, so heißt mein Kater. Und meiner ist auch so ein bisschen mollig, so wie er hier. Naja, egal. So, also, wo muss ich denn da jetzt hin? Ettelnay. Okay, dann machen wir einfach mal... Von dort aus fahren wir dann einfach mal mit dem Schiff. Machen wir nochmal eine kleine Sightseeing-Tour. Ich habe also das dumme Gefühl, dass dieser letzte Boss, dass der so mega schwer sein wird, dass ich... Achso, auf die andere Seite, okay, gut. Abfahrt! Ist doch jetzt die richtige Richtung, ne? Jo. Hier den Fluss runter bis hierhin und dann... Ist das Segel! Segel! Also mal gucken, aber ich habe so das dumme Gefühl, dass der so pervers schwer wird, dass ich da wirklich auf Level Phantastillion mich erstmal hochleveln muss, um den überhaupt in Ansatzweise klein zu kriegen. So die Befürchtung habe ich. Weniger Segel! Segel niedrig! Plündern? Oh, das muss ich hier auch noch plündern. Ja, nö, da ist kein Bock. Wir machen später. Dann reite ich jetzt immer gleich mit dem Pferd weiter und fertig. Wir es endlich den letzten Boss da platt machen und das Spiel endlich abgeschlossen. Auch wenn ich die DLCs nicht spiele, ich habe zwar die Ultimate Edition, aber auf die DLCs, ich habe da keinen Bock mehr auf das Game. Das ist einfach alles zu viel und zu groß hier und bin froh, dass ich, deswegen habe ich auch nur noch die Hauptstory gespielt, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Ich wollte das einfach nur noch durchhaben.
Egal. Den letzten Schritt hier, den machen wir jetzt noch und dann ist das Ding endlich durch und dann... Boah, da muss ich erstmal was anderes Let's Playen und anderes machen, um mich wieder zu... End Assassin's Creed oder wie auch immer. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Das sieht jetzt ziemlich trostlos aus. Alles in Ordnung? Ja, hallo. Ich wollte eigentlich nicht stören, aber ich suche jemanden. Und wer soll das sein? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kann gut sein, dass du ihn deshalb nicht findest. Du kannst dich aber gerne hier umsehen, wenn du willst. Ich danke dir. Jetzt pennt er auch noch. Ich dachte, er will sich umsehen. Das sind Seelenkuchen, mein Herz. Weißt du, was das ist? Und ob. Ich liebe sie. Sie sind ziemlich klein. Gerade so groß wie eine Faust und verbrennen schnell. Also gib gut Acht. Und ja, die Butter soll... Da ist er ja, Alfred. Streichen? Das musst du nicht. Die Butter brauchen wir fürs Abendessen. Ich freue mich darauf. Also dann werde ich sie dir überlassen. Falls du mich brauchst. Ich bin gleich nebenan. Ein herber Rückschlag gegenüber deinem letzten Posten, Herr. Als ihr Gast habe ich eingewilligt, bei der Hausarbeit zu helfen. Sie bieten mir ein Bett, ich bewache die Kuchen. Kommt es Ihnen nicht seltsam vor, Ihrem König Befehle zu geben? Oder wissen Sie es nicht? Das Wissen würde niemandem etwas bringen. Ich las deine Nachricht. Du hast keine Mühen gescheut, um dich selbst als dieser arme Mitstreiter Kesti zu verschleiern. Wenn ich mich recht entsinne, hast du dir sogar selbst einen Brief in Winchester geschickt. Ziemlich gerissen. Der Orden wollte meinen Tod. Ich musste vorsichtig sein. Du sagtest damals, du wüsstest nichts vom Orden. Du hast dich dumm gestellt und doch wusstest du alles. Ihre Namen, ihre Pläne. Gehst du ein paar Schritte mit mir? Du siehst gut aus, Eivor. So fühle ich mich auch. Die Kriege sind vorbei und meine Siedlung gedeiht. Die Kriege sind nicht vorbei. Du hast nur aufgehört zu kämpfen. Doch Menschen schmieden weiter Pläne in den Metallen und Schlafzimmern. Du wirst sehen. Und wie geht es dir, Elfhead? Gewöhnst du dich an den Gedanken, nichts Besonderes zu sein? Mir geht es gut. Viel besser als gedacht. Dieses Exil hat mir eine Art... beruhigenden Frieden gebracht. Jeden Morgen wecken mich die Sonnenstrahlen und die Kormorane. Ich bade im kalten Sumpfwasser, esse von Sträuchern und trinke aus Eimern. Ein wahrlich gutes Leben. So einfach. So selig. Ich war noch nie so weit im Westen. Ich finde es äußerst friedlich hier. Beruhigend. Ich kam einen langen Weg für diesen einen Namen, Elfhead. Wer ist der Großmagister des Ordens? Sag deinen schattenhaften Freunden, Englerland wäre gesäubert. Du bist fertig. Du. Ich wollte den Titel des Großmagisters nicht. Er fiel mir nach dem Tod meines Bruders zu. So wie ihm von meinem Vater. Schänder von Gottes Erhabenheit und Würde. Ich war ihr Meister. Und ich verabscheute sie. Mit Godwin brachte ich einen Plan ins Rollen, den Orden von innen zu vernichten. Doch mein Ärger mit den Dänen verzögerte diesen Plan. Aber dein Ärger mit diesem Dänen führte zu ihrem Untergang. Du bist aus Nordwege, oder? Du hast ein gutes Ohr. Ich schulde dir meinen Dank, Eivor. Der Schlüssel zu meiner Schreibstube. Den hast du dir verdient. Damit du verstehst, wie viel Gutes du getan hast. Da der Orden nun zerschlagen ist, bereitest du den Weg für eine größere Idee.
die seinen Platz einnehmen wird. Ein allumfassender göttlicher Orden, beflügelt durch Gott für die Erneuerung der Menschheit. Mit einem armen Mitstreiter an der Spitze. Du rettetest Englerland. Ganz gleich, ob es deine Absicht war. Und jetzt lass Englerland dich retten. Englerland gibt es nicht mehr, Herr. Du bist der Letzte seiner Könige. Und doch hast du kein Königreich. Sieh dich um. Gottes Werke sind wunderbar. Niemand kann sie leugnen oder ihnen widerstehen. Mit der Zeit werden all die aufblühen, die Gott anerkennen. Und alle, die ihm trotzen, werden vergehen. Solltest du in Englerland bleiben, wirst auch du eines Tages ein Untergebener. Oh, verflixt, die Kuchen sind verbrannt. Wo steckt dieser Mann? Junger Mann, wo hast du dich verkrochen? Mist. Jetzt werde ich wieder Laken waschen müssen. Wer weiß, ob wir uns wiedersehen, Eivor. So Gott will, begegnen wir uns vielleicht als Herrscher. Ich komme, gute Frau. Hier bin ich. Also, das kommt jetzt unerwartet. Also, das ist jetzt unerwartet, aber irgendwie finde ich das geil. Alfred gab mir den Schlüssel zu seiner Schreibstube. Sie ist irgendwo in Winchester. Ja, klar, die suchen wir jetzt natürlich noch, ne? Gute Frau, verzeih mir. Ich war in Gedanken. Sei's drum. Lass sie abkühlen, dann versuchen wir es erneut. Weise mich nur an und ich gehorche. Okay. Warte mal. Ne, Quest. Gut. Also das kommt jetzt unerwartet, dass er das... Okay, ich habe schon vermutet, es ist aber, dass ich jetzt nicht gegen ihn kämpfen muss. Sondern, dass er einfach so... Okay, hier hast du, ne, und... Kein Bock mehr auf den ganzen Scheiß hier. Ich bin jetzt hier ein einfacher. Im Moment zumindest und so. Finde ich irgendwie geil. Unerwartet, aber geil. So. Ist irgendwo in Winchester. Aber wo? Warum kann ich jetzt keine Schnellreise machen? Warum kann ich jetzt... Aha. Warum ist das keine Schnellreise verfügbar? Die Musik ist geil. Aber warum ist keine Schnellreise verfügbar? Oder vielleicht nur in meiner Heimatsiedlung? Ja, Ordens zu Hatem, ja, gut. Aber... Warum keine Schnellreise? Ich weiß nicht. Da kann ich keine Schnellreise hinmachen.
Okay, jetzt aber. Ich weiß nicht, warum keine Schnellreise für. Egal. Ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal wieder zurück in meine Siedlung, aber den ganzen Weg jetzt. Merkwürdig. Ich begreife das nicht, warum keine Schnellreise verfügbar ist. Mehr Segel! Segel! Besiegt, ja gut, nicht wirklich, aber ist egal. Sind alle tot jetzt? Okay, eher nicht, aber der Orden ist damit eigentlich weg. Ich verstehe nur nicht, warum keine Schnellreise verfügbar ist. Naja, egal. Auf jeden Fall muss ich jetzt die... Warte mal, die Quest jetzt hier. Warte mal. Begreife ich nicht. Na, ist egal jetzt. Ich sollte mit Haitam die nächsten Ziele besprechen. Ja, würde ich ja gerne. Ach, jetzt auf einmal ist Schnellreise wieder verfügbar. Also. Egal. Shit egal. Ah ja, heute Abend ist ja das Finale in der Europameisterschaft. Mal sehen, wer gewinnt. Wer wird Europameister? England oder Italien? Nimm nur Haitam. Die letzten Siegel des Ordens. Du findest unter ihnen noch König Elfreds. König Elfred? Führte dich unser armer Mitstreiter zu seinem Versteck? So war es, denn sie waren ein und derselbe. Unser armer Mitstreiter Christi war der Großmagister des Ordens der Ältesten. Er wandte sich gegen seinen eigenen Orden? Faszinierend. Er zerstampfte sie eher. Seine Hingabe für Christus und was er den allumfassenden Orden nennt, machte ihn von Anbeginn zu ihrem Feind. Er verabscheute den Titel und die Pflicht, die er geerbt hatte, zutiefst und wollte sie vernichtet sehen. Wundervoll. Durch sein Abdanken wurde die letzte Festung des Ordens niedergerissen. Was bleibt, sind verstreute Fetzen. Und du, Eivor? Nun, da du unseren Feind gesehen und unsere Sache verstanden hast, willst du dich uns vielleicht anschließen und Teil der Verborgenen werden? War das dein heimliches Ziel, Haitam? Eine Feuerprüfung? Das Angebot ist sehr freundlich, aber ich glaube, wir kämpfen für Unterschiedliches. Euer Credo verlangt, dass eure Siege verborgen bleiben. Ich trage meinen Ruhm lieber für alle zur Schau. Wenn ich dich unser Credo lehrte, du Zeit damit verbrächtest, würdest du deinen Geist vielleicht für anderes öffnen? Eine andere Sicht ist immer willkommen. Aber ein Leben ohne Ruhm, Ehre und Erfolge zu feiern, ist für mich nicht lebenswert. Doch sei dir gewiss, ich würde ohne Zögern mein Leben für jene geben, die ich liebe und die mich zurücklieben. Für alle hier. Auch für dich, mein Freund. Ich verstehe dich gut, Eivor. Sehr gut sogar.
Gut. So, kann man jetzt mal mit ihm reden? Nee, Codex-Zeiten habe ich nicht. Ich muss gehen. Dann gehe in Frieden. Ja, gut, das war's dann jetzt hier mit Valhalla. Jetzt gehen wir nochmal zu Randby. Na, oh, Kauba, du bist ein Feiner. Ja, bist du auch. So, jetzt gehen wir nochmal zu Randby. Eine Freude, dich zu sehen, ey. Sollen wir das in deiner Kammer besprechen? Nicht nötig. So. Also ich beende jetzt hier den Part. Ich beende jetzt hier auch das Projekt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo. Und seid das nächste Mal bei den nächsten Projekten. Ey, komm, lass mich mal streicheln, dann könnt ihr nicht. Und seid dann bei den nächsten Projekten, wenn ihr mögt, dann einfach wieder mit dabei. Bye, bye.